Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, hier zur Alien Isolation. Wir werden nämlich gerade gehuntet vom Alien wirklich aggressiv und wir bekämpfen es mittlerweile schon ein bisschen mit dem Flammenwerfer, aber es kommt halt immer wieder, ne? Es ist kein Dauerzustand und jetzt gucken wir halt mal, wie es weitergeht. Ich weiß den Code nicht, Mann. Abbrechen, abbrechen, abbrechen! Sich auch da eingesperrt, das ist unglaublich. Also 77,89. Komm schon, echt jetzt? 77, oh. DNA. Youth, Ransom hier. Ich habe Ihre Anfrage erhalten. Ja, ich war in unserem Übertragungsrelaisarchiv und habe einige entschlüsselt. Ich suche nach Crewlogs, die vor einiger Zeit über Sevastopol geleitet wurden. Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen, aber das ist alles Schnee von gestern. Ich muss nur ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Ein Routine-Datenübertragungspaket aus der Randzone von Tedus, bevor ein Schiff die Heimreise antrat. Nichts weiter Besonderes. Aber es muss ja trotzdem niemand sonst davon Bescheid wissen, oder nicht? Wenn Sie den Mund aufmachen, wird das Konsequenzen haben. Ich meine, es gibt vieles, das Marie nicht weiß, oder? Lassen Sie sie entschlüsseln und geben Sie mir Bescheid, wenn es erledigt ist. Es muss nicht eskalieren. Komm schon, mach die scheiß Tür auf, Mann. Sehen oder was? Ich hoffe nicht, wenn ich jetzt im Terminal noch mal reinguck. Ricardo, Server hat Rezeption verschlossen. Gute Arbeit. Gehen Sie zur Serverfarm durch. Leise.
Sie tragen einige sehr gefährliche Gegenstände. Oh, erschreck mich doch nicht so, meine Güte, ey. Ja, wenn das Alien auf dich zukommt. Aber euch tut es ja eh kurioserweise nichts. Oder fast nicht. Ich habe am Terminal in der Serverfarm eine Notfallabregelung eingerichtet. Sie müssen sie dort auslösen und dann auszahlen. Ich will Ihren Aufgang aufhalten. Alter. Meine Güte, ey. Schreckmoment pur hier, ey. Ist doch nicht zu fassen, ey. Erstmal speichern. Geh erstmal da oben zum Android wieder zurück. Radio kannst du nicht ausmachen. Ich muss erstmal Medikit nehmen, jetzt nützt nichts. Ja, so ist das. Weiter geht's. Die Musik nicht. Oh, alter Schwede. Scheiß Android, Mann. Kann denn die Sinn da? Was halten wir jetzt, Kasper, bloß wegen so einem Android hier?
jeden Fall nochmal speichern. Ja, gut. Weiter geht's. Genau müssen wir denn jetzt hin? Nach da unten. Aber da ist die Tür zu, wie ich es gesehen habe. Weiße Augen hat er. Ja. Wir hoffen, Sie werden sich uns auf dieser Reise anschließen. Das habe ich gerade verstanden. Wir waren es merkwürdig. Ja, oh, die ist zu. Sag mal. Scheiß Teil leer, du. Aber ich brauch mehr. Los, Rainer. Alien, verzieh ich. Flammenwerfer ist auch fast leer, ey. Witzbold, ey.
Ja, wie machen wir das am besten? Am besten, ich guck mal, ob man da irgendwie durchgehen kann. Sie können uns die Androiden immer erkennen. Wo geht's denn überhaupt dahin? Erstmal mit der Tür, würde ich sagen. Wir befinden uns heute auf einer erhöhten Gefahreneindämmungsstufe. Bingo, bingo. Oh fuck, oh fuck. Oh, Alter, Nervenkitzel pur hier. Kannst du eigentlich nicht von oben kommen. Aber ich will es nicht riskieren. Doch, da oben. Verdammt. Okay, dann werden wir mal die Dinger hacken. Oh geil. Geschafft! Ist mein Ausgang offen, Ricardo? Einen Augenblick! Ricardo, ist der Ausgang offen? Scheiße, er ist zu! Bewegt sich kein Stück! Was zur Hölle soll das, Ricardo? Bringen Sie das in Ordnung! Oh Gott! Es tut mir leid, Ripley, ich arbeite dran! Toll, entkommen Sie aus dem Server, hab ich so. You're so fine, geil, ey. Bin ich hier? Na gut, meine Freunde, ich werde hier erstmal einen Cut machen und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Genau, bis dann.